Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Clash of Clans. Ja, mittlerweile sind wir schon bei der 11. Folge angelangt und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, nämlich Clan War Fights live erleben. Ich werde das Ganze so machen. Wir sehen jetzt gerade, der Krieg hat gerade begonnen, nämlich vor 30 Minuten. Hier sind schon zwei Angriffe vom Gegner gefallen, ein Angriff von uns, der leider gefailt ist. Aber wir werden uns einige Angriffe jetzt live ansehen. Und da die Angriffe nicht alle direkt jetzt auf einen Haufen kommen, schneide ich das Ganze für euch extra zusammen und werde das Ganze auch immer live kommentieren, wenn der Angriff gerade stattfindet. Ja, wir schauen uns jetzt aber auch nicht die anderen Angriffe an und mal sehen, wie weit wir kommen. Ja, ihr könnt ja schon mal fleißig raten, wie geht dieser Clan War aus. Wir haben hier drei Rathaus-10er bei uns, drei Rathaus-10er bei den Gegnern, eine ganze Masse an Rathaus-9ern hier. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, Rathaus 8er. So, hier haben wir gerade einen Live-Angriff von dem lieben Chico auf die Nummer 13. Er greift hier mit einer GoWP-Attacke an. Drei Golems und drei Packers, dazu Magier, König, Königin, zwei Heilzauber, ein Wutzauber, ein Sprungzauber. Eine ziemlich standardmäßige Taktik. Dieses Dorf ist gar nicht mal so einfach. Das Rathaus ist unten, der wird hier wahrscheinlich seine Tesla stehen haben, genau weiß ich es aber nicht. Wir sehen das Ganze jetzt, der Sprungzauber ist leider nicht sehr gut gewesen. Der Golem haut weiter dagegen, der Sprungzauber hat leider nichts erreicht, schade. Das sieht bis jetzt nicht sehr gut aus, denn der liebe Chico hat auch gar keine Mauerbrecher mitgenommen und hat gehofft, dass er die gesamte Entfernung überbrücken kann. Also mal schauen, was die Packers da jetzt reißen können. Und da kommen die Klamauk-Truppen raus. Wutzauber für die Klamauk-Truppen, Heilzauber direkt mit drauf, damit sich da die Truppen durch die Mauer schlagen können und nicht ganz so viel verlieren. Nicht ganz so viel Leben verlieren. So, jetzt kommt es natürlich ganz darauf an, wie entscheiden sich die Truppen. Das Rathaus ist auf jeden Fall platt im Wutzauber. Und ein Heilzauber sitzt da hier jetzt noch. Das Problem ist, er hat hier keine Mauerbrecher mehr. Die Golems hängen außen an der Mauer fest. Die Queen ist aber noch am Leben. Also, die hatte zwar schon gefaced, aber solange die hier noch abgelenkt sind, der X-Bogen, solange der noch abgelenkt ist und die Queen noch am Leben ist, hat er noch die Chance auf 3 Sterne. Aber hier mit dem Feuer, oh, man sieht schon, die Packers sind erst auf Level 2. Das wird leider wohl nichts mit 3 Sternen. Aber der Chico hat hier sehr schöne 2 Sterne abgeräumt, trotz dessen, dass er seinen Sprungzauber so gefailt hat. Also, könnt ihr mal sehen, dass man selbst so 2 Sterne bekommen kann. Mit der GoWP-Attacke, sehr sichere 2-Sterne-Taktik. Und wenn ihr auf 3 Sterne hinaus wollt, dann solltet ihr noch sowas wie Schweine oder Ballons mit in der Hinterhand haben. Die hätte man jetzt prima hier noch setzen können, während gerade hier in der Mitte die Packers unter Dauerfeuer waren. So hätte man dann noch die Verteidigungsanlagen außen cleanen können und vielleicht 3 Sterne erreichen können. Ja, Glückwunsch zu diesem sehr schönen Angriff. Wir können das hier jetzt leider auch nicht weiter vorspulen. Aber das werden 2 Sterne bleiben und von daher bis zum nächsten Angriff. Ja, ich war ja gerade stehen geblieben bei den Rathaus 8ern und Rathaus 9ern. Wir sind ja direkt in den Live-Angriff gesprungen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Rathaus 8er und 2 Rathaus 7er beim Gegner. Bei uns ist nur ein Rathaus 7er und dafür 4 Rathaus 8er. Das bedeutet, wir haben den Vorteil, ein Rathaus 9er mehr zu haben. Es sieht so aus, dass wir gegen einen Level 6 Clan antreten. Der ist auch fast voll, also hat wahrscheinlich zu guten Zeiten und als es die doppelte Clan-EP gab, viele Kriege gemacht mit vielen Personen, die momentan teilgenommen haben. Jetzt gerade sind es auch nur 20 Personen, die teilnehmen. Wie ich gerade sehe, fehlt auch schon ein Mitspieler. Vielleicht kommt er wieder rein, vielleicht auch nicht, mal sehen. Ja, und bei uns haben wir hier unsere Truppe, die gerade wieder mitmacht. Ihr seht gerade mal, wie es momentan aussieht. Und wir haben 63 Clankriege gewonnen, sind mittlerweile ein Level 5 Clan. Und ja, mal schauen, wie weit wir noch kommen. Und was heute so passiert. Also, wir sehen uns beim nächsten Angriff. Jo, wir haben ja den nächsten Live-Angriff von unserem lieben Brummbär mit der beliebten Lava-Lunien-Taktik. Das macht er immer wieder gerne. Schauen wir mal, wie das Ganze hier ausgeht. Wir haben hier ein Dorf mit nur 6er LA. Die X-Bögen sind auf der Luft und die Klamburg ist relativ leicht zu locken. Und da geht es los. Er möchte als erstes hier von oben reingehen und die Queen beseitigen. Das Ganze macht er mit seinem König. Die Queen ist weg.
Jetzt geht es daran, die Klamotruppen rauszulocken. Das Ganze wird er wahrscheinlich mit den Luftballons machen oder mit Lakaien. Na, Lakaien reichen nicht aus, da wird er Luftballons setzen müssen. Nee, Lakaien reichen aus, tatsächlich. Da kommen schon die ganzen Truppen raus. Magier zusammen mit Bogenschützen und ein paar Lakaien. Die ganzen lockt er jetzt etwas weiter weg. Jetzt wird er wahrscheinlich hier unten noch einen Lakai setzen, ja. Und jetzt geht es gleich daran, mit dem Luftballon diese Klamotruppen zu töten. Als erstes fährt er die mit den Lakaien zusammen. Jetzt sind die alle ziemlich nah aufeinander. Setzt einen Luftballon. Und bums, da ist schon ein Magier draufgegangen. Der ist leider daneben gesetzt worden. Ah, nee, hat auch ein paar mitgerissen. Jetzt kommt es drauf an. Setzt er jetzt noch welche? Nee, er setzt Lakaien und cleant die Truppen so. Da unten sind allerdings noch Magier. Leider eine Magier da jetzt weg ist. So, jetzt kann er seinen Lavalunien-Angriff starten. Mal sehen, von welcher Seite er reingeht, was er sich überlegt hat. Er hat zwei Wut, zwei Heilzauber mit dabei. Und hat einen Level 3er Lavahund mit in der Klamot. Die gehen alle auf eine Luftabwehr. Das bedeutet, die werden hier auch genauso weiter durchgehen. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt und ob die Truppen hier in der Mitte durch die Teslas und so weiter durchkommen. Er wird jetzt seine Zauber nach und nach zünden müssen, damit er nicht die ganze Luftballons verliert. Hat hier ein paar Luftballons hinten auf die Verteidigung geschickt. Während die Lavahunde da in der Mitte das ganze Feuer ablenken. Sinnvoll wäre es vielleicht auch gewesen, die Lavahunde von unterschiedlichen Seiten zu setzen, um die Fallen auszulösen. Aber durch seine Heilzauber bleiben hier sowohl die Lavahunde als auch die Luftballons sehr schön am Leben. Was ihm den großen Vorteil verschafft, dass er hier jetzt noch genug Schaden einstecken lassen kann von den kleinen Lavawelpen. Jetzt kommt es ganz darauf an, ob diese Lavawelpen diese Luftabwehr hier platt kriegen oder nicht. Leider ganz knapp nicht, also es wird eine ganz knappe Sache, ob die Luftballons das jetzt hier noch aushalten von der Luftabwehr. Aber es überleben tatsächlich so viele Luftballons, dass es noch nicht mal wirklich knapp war. Ja, und dann cleanen die ganzen Lakaien hier jetzt den Rest. Da hat er noch einige Lakaien, einige hier Lavahundwelpen. Und deswegen ist das hier ein zwar knapper, aber sehr schöner 3-Sterne-Angriff. Die 30 Sekunden werden völlig ausreichen, um da jetzt noch die restlichen Lager da oben zu cleanen. Von daher, Glückwunsch dem lieben Brumi zu dieser sehr schönen Lavalunien-Angriffstaktik. Hat super hingehauen und sehr schön funktioniert. Ja. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Angriff. So, Hallöchen zusammen. Da ist gerade der nächste Live-Angriff wieder reingeflogen. Wir haben hier einen Schweinereiterangriff mit Level 4er Schweinereitern auf eine Rathaus 8 Base. Eine sehr gute Taktik, wenn man als Rathaus 9er angreift. Jedoch sind Level 4er Schweine noch eine knappe Sache, da die durch eine Luftbombe auch sehr leicht sterben können. So wie das hier aussieht, sind noch nicht alle Klamotruppen rausgekommen. Das wird er noch mal überprüfen müssen, ansonsten hat er da ganz schlechte Karten. Er hat jetzt vorher hier Riesenbomben ausgelöst und die Klamotruppen so ein bisschen auseinandergefecht. Holt die jetzt hier alle nach hinten und möchte die cleanen. Aber er wird noch mal testen müssen, ob da Klamotruppen drin sind, denn es sind nicht alle rausgelaufen. Mal sehen, ob er das noch macht, denn wenn er das nicht macht, dann hat er auf jeden Fall schlechte Karten. Jetzt will er hier die Ballons setzen, um die Klamotruppen zu töten, hat aber die Riesen gesetzt. Was dafür sorgt, dass da überhaupt nichts gecleant wird. Also ganz so sollte man das eigentlich nicht angehen, denn man sollte schon ziemlich sicher die Klamotruppen töten. Setzt jetzt hier König und Königin direkt ein, um diese paar Klamotruppen zu töten. Dabei sind da ja noch welche drin, also ganz gefährliche Sache. Er wird seinen Schweineangriff jetzt auch starten, weil er gar nicht mehr abcheckt, ob da noch was drin ist in der Klamburg. So sieht es ganz danach aus. Mal sehen, wie das Ganze endet. Sehr wahrscheinlich mit einem oder null Sternen. Denn die Magier in der Klamburg, die werden gleich die Schweine im Nu kaputt machen. Seht ihr gleich direkt, da ist eine Riesenbombe. Bums, heilt er deine Schweine? Nee, zu spät, Heilzauber viel zu spät gesetzt, die Schweinemasse ist schon gestorben. Und da sind auch die Magier jetzt rausgekommen. Man sieht da, zwei Magier laufen da schön rum und cleanen die restlichen Schweine ab. Das Ganze endet mit einem Null-Sterne-Angriff sehr wahrscheinlich, da die Klamburg-Truppen jetzt hier auch noch die Magier so ein bisschen kaputt machen, hinter der Mauer stehen. Ja. Schade, schade, schade. Schöner Angriffsgedanke, aber wenn ihr mit Schweinereitern angreift und ihr vier Heilzauber dabei habt als Rathaus 9er, dann geht 100% sicher, dass die Klamburg leer ist. Das müsst ihr machen. Ihr müsst darauf achten, dass die Klamburg leer ist. Ansonsten schafft ihr da überhaupt gar nichts. Ansonsten werden das immer nur Sterne. Oder wenn ihr ganz viel Glück habt jetzt hier zum Beispiel, schafft er vielleicht noch irgendwie die Prozente. Es könnte sein, dass er das noch hinbekommt. Mal sehen. Hat er ja auch noch einen Heilzauber, mit dem er die Magier heilen kann.
Den wird er wahrscheinlich auch noch einsetzen, um da hoffentlich irgendwie noch die 50% zu kommen. Und leider hat er den noch nicht mal mehr eingesetzt, hat den letzten Heilzauber nicht genutzt, um die Magier zu heilen und damit 0% geholt. Kein sehr guter Angriff, schlechte Ausführung und ja, ich hoffe, dass ihr daraus gelernt habt, wie man es beim nächsten Mal besser machen sollte. Bis zum nächsten Angriff. So, wir hatten hier gerade parallel einen Rathaus-Szene-Angriff. Den haben wir leider gerade live verpasst, weil wir in dem anderen Angriff drin waren. Der ist aber parallel gelaufen. Deswegen schauen wir uns jetzt den direkt an, hier von der Nummer 3 von uns auf die gegnerische Nummer 3. Mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Das ist jetzt eine sehr spannende Sache. Er greift hier mit der Google-P-Taktik auf den Rathaus-Szene an. Level 3er und Level 2er Inferno-Typen mit Maxed-Out X-Bögen. Hat hier gerade Glück gehabt und die Riesenbomben ausgelöst. Beziehungsweise, das sieht schon mal nicht nach Glück aus. Da bin ich aber sehr gespannt, was da jetzt bei Raum kommt. Das sieht ganz danach aus, als ob er ganz genau wusste, wo die Riesenbomben sind. Also entweder der hat das sein Dorf so gehabt und hat das schon mal gesehen. Oder hier wurde ein X-Mode oder sowas benutzt. Das werden wir auf jeden Fall nochmal im Chat nachher klären. Bin ich mal gespannt und euch auch auf dem Laufenden halten, wie das Ganze aussieht. Finde ich eigentlich keine faire Sache, wenn man hier so Fallen zum Beispiel vorher schon sieht und weiß, wo die sind und auslöst und dann nicht normal blind drauf zugeht. Ich denke mal, er hat das trotzdem wohl geschafft, hat hier den Blitzzauber, Wutzauber, Sprungzauber perfekt gesetzt, der Sprungzauber in der Mitte, hat die Pekkas in der Mitte. Das sieht nach einem sehr gelungenen Angriff aus und hat das Rathaus hier schon reingeholt. Der König und die Königin sind in der Mitte, ja, zerfetzt hier die Infernos mit den Pekkas, mit dem König, mit der Königin und damit von der Ecke hier als Ausfallseite sehr schön reingesetzt. Die Magier richtig schön dahinter gesetzt, sodass man da ganz in Ruhe reinmarschieren kann. Ja, und dazu kann ich nur sagen, der Angriff auf jeden Fall von der Ausführung super gut. Das Bombenauslösen am Anfang war doch sehr, sehr fraglich. Aber ansonsten sieht das Ganze hier nach einer sehr schönen Zwei-Sterne-Taktik aus, die auf jeden Fall genauso möglich gewesen wäre, wenn man nicht genau weiß, wo die Bomben sind. Also Glückwunsch Denno zu diesem sehr schönen GuVP-Angriff. Und ja, bis zum nächsten Angriff, sage ich dann nochmal. So, wir haben den nächsten Angriff auf die Nummer 23 von unserem lieben Robin. Schauen wir uns das ganze Ding mal an. Er greift hier mit einer GuVP-Taktik an. Die ist bei uns, wie ihr schon gesehen habt, sehr beliebt. Er hat 8 Mauerbrecher mit dabei, setzt die Golems hier relativ weit außen, greift diese Base von unten an und geht hier mit Golems vorne weg, Magier hinterher. Pekkas setzt erst relativ später in der Mitte, ploppen aber gerade die Teslas auf. Hat die Pekkas jetzt hier sehr, sehr schön hinterhergesetzt. Die sind alle in der Mitte und rennen hier hoffentlich schön mitten rein. Die Klamburg-Truppen sind da schon so gut wie erledigt worden. Der Golem hat das Feuer getankt. Die Magier dahinter haben das ganze Ding erledigt. Er hat jetzt hier noch zwei Zauber. Den einen Wutzauber setzt hier in der Mitte ein, um das Rathaus schnell zu cleanen und da schnell durch die Mauern durchzustoßen. Das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Jetzt kommt es ganz darauf an, es rennt hier nichts geradeaus, aber er könnte seinen Heilzauber jetzt einsetzen. Hat ihn auch eingesetzt. Ein bisschen zu weit vorne für meinen Geschmack. Aber es könnte trotzdem kein Problem sein, denn diese beiden Magier zum Beispiel sind da mit drin und der Golem und das ganze Feuer, was hier stattfindet, ist da alles mit drin. Der Golem hat hier wunderbar die Riesenbomben ausgelöst. Das ist wunderbar, weil seine Magier dadurch noch am Leben sind. Und der Golem hier hat auch beide Riesenbomben ausgelöst. Also perfekto. Besser kann es eigentlich gar nicht gehen. Die Magier sind alle noch am Leben. Kline hinterher, er hat hier noch starke Pekkas und noch 1 Minute 45 Zeit. Noch die Spezialfähigkeit von seinem König. Und kann damit auch noch eine ganze Menge an Truppen hier durchhauen. Hat ihn jetzt eingesetzt, sprintet hier komplett quer über die Map. Und jetzt sind hier nur noch ein paar restliche Gebäude zu cleanen. Von daher wunderbar 3 Sterne eingesackt. Und Glückwunsch für diesen super geilen Angriff. Also sehr schön UVP durchgeführt von unten bei dieser Base. Da könnt ihr auf jeden Fall euch sicher sein, wenn ihr so einen Angriff hinlegt und die Zauber auch gezielt einsetzt, dann läuft das mit den 3 Sternen. Glückwunsch! Ja, da melde ich mich jetzt auch schon direkt zurück, denn ich wollte noch eben intervenieren bei dem Rathaus-10-Angriff vorhin von Denno. Da war es so, dass wir ja gesehen haben, er hat da die Bomben sehr gezielt ausgelöst mit den Bogenschützen. Und wir haben das Ganze im Chat nochmal geklärt. Es war teilweise wirklich Glück, dass die da waren. Teilweise kann man diese Base ist ja auch schon sehr schön im Internet sehen. Er hat keinen X-Mod oder sonstige Sachen benutzt, sondern es war wirklich einfach Glück in diesem Sinne, dass er das geschafft hat. Ja, und von daher
sehen wir jetzt auch schon hier, was gerade so ein bisschen hinter den Kulissen abläuft. Denn ich lasse die Aufnahme meistens weiterlaufen und schneide das Ganze dann danach zusammen. Ja, und da seht ihr jetzt so, wie das alles so ein bisschen bei uns läuft. Und von daher kommt jetzt gleich auch schon der nächste Clan-War-Angriff. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und ja, bis zum nächsten Angriff. Oh, wir haben hier gerade wieder einen Live-Angriff, gerade noch rechtzeitig reingeschaltet. Der Angriff ist schon im vollen Gange. Hier vom Gegner mit der Lavalunien-Taktik. Hat die Clan-Truppen bereits rausgelagert, so wie es aussieht? Ja, sieht ganz danach aus. Greift hier von oben mit zwei Lava-Hunden an, jeweils. Ein Level 3er Lava-Hund aus der Clan-Truppe mit dabei. Gegen Level 7er da, also ein ziemlich gutes Dorf hier von Chico, das aber mit Lavalun zu killen ist. Greift hier mit den Lava-Hunden und den Ballons von oben an, hat noch zwei zum Cleanen im Nachhinein von unten. Die Lava-Hunde rennen hier nach unten und holen sich das Feuer von der letzten LA. Hier sind jetzt mittlerweile alle Lava-Hunde gestorben. Jetzt ist die Frage, was können, er hat keine Zauber mehr, was können die Magiertürme hier noch ausrichten? Und die Luftabwehr hier, die Luftabwehr, da wurde nicht anvisiert, sehen wir gerade, zwei Sterne hat der Ganze schon eingesagt. Jetzt geht es hier nur noch um die Wurst von wegen drei Sterne. Aber da sind noch so eine Masse an Ballons da. Die Luftabwehr kann die gar nicht so schnell plätten. Mal sehen, das wird hier eine ganz knappe Sache. Der Luftträger ist da noch, aber es sieht ganz nach drei Sternen aus. Also eine wirklich spitzen Taktik, die er hier gefahren hat. Da sind noch Luftballons übrig, einige Minions zum Queen, er hat noch eine Minute 26 und die Queen. Mal gucken, ob der König hier noch so ein bisschen was verteidigen kann. Ah, der König wird hier aber angegriffen von dem Lava-Welpen. Deswegen wird das eine relativ knappe Sache. Oh, hier kommen aber noch Luftballons aus der Klarenburg. Eine sehr schöne Sache, um hier vielleicht nochmal die Queen dazu zu bringen, zu sterben. Die Queen greift aber die Luftballons mittlerweile an. Dann ist das Ganze auf jeden Fall noch ein Zeitfaktor. Er hat jetzt eine Minute, um diese ganzen Gebäude hier zu cleanen. Relativ wenig Lava-Welpen, die sich hier oben auch noch mit dem König beschäftigen. Jedoch sieht es so aus, als ob er da relativ sicher die drei Sterne einfährt mit der Lavalunien-Taktik, denn er hat noch ein bisschen was, was hier cleanen kann. Und 48 Sekunden mit der Queen und allen drum und dran. Hier sind auf jeden Fall genug. Die Lava-Welpen, die verfliegen das hier, holen sich da die einzelnen Gebäude. Da ist nochmal eine Skelettfalle aufgeploppt, die auch nochmal ein bisschen Zeit kostet. Mal gucken, ob da nochmal sowas aufploppt, aber ansonsten sieht das hier nach einer schönen Sache aus. Die Queen hängt sich hier an der Mauer auf. 30 Sekunden noch zum Gehen. Aber hier oben ist auf dem Lager auch schon Bogenschütze. Die einzelnen Lager hier, wie schnell können die einzelnen Truppen die Lager abfahren? Die Ballons brauchen fast gar nichts zu machen. Die kleinen Lava-Welten. Da sind noch mal, ist nochmal eine Skelettfalle aufgeploppt. Die Queen wird sich gleich mit der Skelettfalle beschäftigen. Es wird also eine ganz knappe Sache. 15 Sekunden, 14 Sekunden, 13, 12, 11. Und die Ballons sind schon auf dem Lager drauf. Damit hat er es geschafft. Er hat hier keine Außengebäude und hat damit die drei Sterne ganz knapp eingeholt. Glückwunsch dem Angreifer von den Gegnern. Damit sage ich bis zum nächsten Angriff. Ja, wir haben ja den nächsten Live-Angriff von Player, unserer Nummer 16 auf die gegnerische Nummer 19. Ein Rathaus 9er gegen einen Rathaus 9er. Er greift hier mit unserer beliebten GoWP-Taktik an. Lockt als erstes die Klamburg-Truppen mit Schweinereitern, hat nicht alle Klamburg-Truppen rausgelockt, was nicht unbedingt weiter schlimm ist. Es kommt ganz darauf an, von welcher Seite er hier angreifen möchte, wie er sich entscheidet. Hat keinen Sprungzauber dabei, um in die Mitte vom Rathaus zu gelangen. Wird also als erstes hier sehr viel außen cleanen müssen und einen großen Gang basteln, um da schlussendlich dann in die Mitte zu kommen. Ja, die Magier sind hier gestorben und der eine Magier entscheidet sich auch einfach nicht, den Magier da anzugreifen. Mal sehen, wie das hier noch enden wird. Er greift von der Spitzenseite an, wo die Klamburg relativ weit weg ist. Der König ist da aber auch, um noch zur Mitte zu kommen. Setzt seine Truppen hier, baut keinen sehr guten Gang. Der König wird definitiv außen rum rennen. Die Queen hat er durch die Magier, die hier das Lager außen gecleant haben, mit in die Mitte geschickt. Setzt hier weiterhin Mauerbrecher, die noch reinrennen, um die nächste mittlere Mauer freizuspringen. Das schafft er auch. Da ist dann er setzt seine Wut- und Heilzauber ein, um hier in der Mitte durchzustarten. Da sind Klamburg-Truppen, auf die sich die Päcker jetzt stürzen. Hat alle Magier bis auf einen mittlerweile gesetzt. Da oben der König ist schon fast down. Die Päckers entscheiden sich hier in die Mitte zu rennen, zusammen mit der Queen, da weiter außen keine großen Gebäude mehr sind. Daher holt er hier auf jeden Fall das Rathaus in der Mitte. Skelettfalle ploppt auf. Die hat auch zwei Zaubersprüche und die Spezialfähigkeit der Queen. Hat seinen letzten Magier hier oben eingesetzt. Der war der Golem gerade unter Beschuss ist. Das ist sehr weise gewählt. Sehr gut gemacht. Hat hier noch einige Packers, die zusammen mit der Queen dahinter noch ein bisschen aufbauen können. Die Queen ist bis jetzt nur von dem Magierturm unter Beschuss und er hat noch drei Tränke. Also mal sehen, wie sich das Ganze hier auswirkt. Ja, und dann sehen wir jetzt hier, dass die Golems relativ weit oben sind.
und er hier noch einen Heilzauber hat. Also mal schauen, wie das Ganze jetzt hier ausgeht. Er muss hier seine Queen die Spezialfähigkeit einsetzen. Er hätte seine Queen in der Zeit auch noch heilen können, wenn er gewollt hätte. Die hätte noch einige Gebäude mit abgesahnt. Aber er entscheidet sich hier, die Zeit zu warten und seine drei Packers wohl möglich am Ende zu heilen. Das wird also eine sehr, sehr knappe Sache, da er jetzt keine Queen mehr hat. 2 Sterne hat er sich eingesagt, 3 Sterne werden es sehr wahrscheinlich nicht. Aber man weiß ja nie genau. Er hat hier nichts mehr zum Clean, er hat nur noch einen Heilzauber. Und die Golems tanken hier sehr, sehr viel Feuer. Also er hat die Golems haben noch viel Leben, aber die 38 Sekunden reichen auf jeden Fall nicht aus. Also von daher schade, dass er hier nicht noch Magier aufbewahrt hat, um die jetzt hier hinten einzusetzen. Also er hätte ruhig 2, 3 Magier aufbewahren können. Die in der Truppe in der Mitte wären genauso durchmarschiert. Das weiß man am Anfang nie und im Nachhinein kann man da immer schlauer reden. Aber für den nächsten Angriff auf dieses Dorf, der nächste, der dieses Dorf angreift, kann sich das gleich zu Herzen nehmen und kann sehen, okay, wenn ich genauso angreife und mir 2, 3 Magier übrig lasse, dann habe ich hier auf jeden Fall mit der Zeit keine Probleme und die kann die letzten Gebäude hier sehr, sehr schön abgeben. Ja, von daher auf jeden Fall sehr schöner Angriff, auch zum Sehen, wie man dieses Dorf besiegen könnte, wie es möglich ist. Und daher Glückwunsch zu diesen schönen 2 Sternen. Ja, momentan steht es jetzt 12 zu 5. 7 Angriffe haben wir bereits ausgeführt, die Gegner erst 3. Das sind die momentanen Angriffe, wie sie bis jetzt stattgefunden haben. Wir haben hier bereits 2-mal gefailt, 2 Spieler von uns. Die Gegner haben hier aber auch gefailt und jeweils nur 1 Stern geholt. Das ist quasi wie verteidigt und da wird auf jeden Fall nochmal jemand drüber müssen. Ansonsten schon sehr, sehr schöne 3-Sterne-Angriffe hier, 2 Stück dabei. Und ansonsten auch souveräne 2-Sterne-Angriffe, unter anderem auch ein Rathaus 10er. Wie der Clan War ausgeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und da werden wir uns auch noch ein paar Angriffe anschauen. Wahrscheinlich dann nicht mehr live. Ganz muss ich mal schauen, wie ich das mache. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Live-Angriffe sehen wollt, dann liked dieses Video unbedingt, damit ich weiß, dass ihr das auch wirklich sehen wollt. Und da in Zukunft noch einige Videos kommen, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen und sage tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Clash of Clans. Auf Wiedersehen.